Willkommen zurück, eine neue Folge They Are Billions. Wir haben beim ersten Mal so ein bisschen das Spiel kennengelernt in einer Survival-Karte, haben unsere Einheiten verteilt, hier oben eine sichere Fläche, hier patrouillieren schon mal zwei unserer Bogenschützen, Ranger. Hier können wir die ersten Gegner im Endeffekt bekämpfen. Und hier oben hatten wir auch schon mal das Vergnügen auf eine verderbte Stadt zu treffen. Was wir jetzt als nächstes machen wollen, wir sehen hier, wir haben 13 Tage Zeit, bis der nächste Schwarm auf uns zukommt. Das heißt wirklich schon eine Horde an Gegnern uns überrennen möchte. Das heißt, wir wollen uns weiter ausbreiten, unsere Wirtschaft stärken, sodass wir dann auch Militär ausbilden können. Okay, so, das heißt, in dieser Folge werden wir versuchen, sowohl die Kaserne als auch unsere Forschungseinrichtung, die Schreinerei, zu bauen. Dann legen wir doch mal los. Unsere Ranger schießen hier unten die Gegner ganz gut ab, sammeln damit Erfahrung und werden dann auch stärker. Müssen natürlich aufpassen, dass sie nicht irgendwie überrannt werden. Deswegen hier stets ein wachsames Auge haben. So, wir warten jetzt auf die nächste Finanzspritze, die jetzt gekommen ist, und werden noch mal ein paar Häuser setzen. Brauchen definitiv noch mehr Nahrung. Dann nehmen wir doch wieder unser Grid hinzu. Hier geht nichts weiter. 15, 15. Aber wenn wir hier die 13 nehmen, das geht bis dahin. Nein, das reicht nicht ganz. Da können wir auch die 15 dann hier nehmen. Allerdings können wir dann hier kein Haus mehr bauen auf die Fläche. Dann nehmen wir die 13 hier. Und können wir noch eine Fischerhütte? Nö. Okay. Dann müssen wir aufs nächste Geld warten. A new task. Gut, am Anfang scheint das Spiel immer ziemlich langsam anzulaufen. Unsere Sägemühle arbeitet jetzt auch, produziert jetzt Holz. Das heißt, wir können uns dann auch weiter ausbreiten. So, nächste Finanzspritze ist gekommen. Das heißt, wir werden mal zusehen jetzt, dass wir hier noch mehr Fläche akquirieren. Sowohl auf der Seite als auch in diese Richtung vorerst. Und dann können wir noch zwei Häuser setzen. Okay. Müssen natürlich auch aufpassen, dass dann mal von hier keine Zombies kommen. Derzeit sehen wir diese Fläche noch nicht ein. Das heißt, die könnten sich auch von der Seite her anschleichen. So, den bekommt er getötet, bevor er ihn erreicht. Und das funktioniert auch. Er kriegt mal kurz einen Schaden, aber regeneriert sich auch ziemlich schnell wieder. Gut. Das nächste Einkommen ist da. Für die Schreinerei benötigen wir 40 Holz und 500 Gold. Für die Kaserne ist noch Stein nötig. Das heißt, wir müssen langsam zusehen, dass wir Stein abbauen.
Dazu brauchen wir allerdings noch Holz. Also erstmal noch zwei Hütten hier hin. Mit Absicht lasse ich hier Platz. Das werden wir dann gleich sehen, wieso. Und wir breiten uns auch einmal hier nach oben aus, dass wir hier ein bisschen mehr Sichtfläche haben. Okay, die Tesla-Spulen sind ebenfalls fertig. Das heißt, einmal gehen wir jetzt direkt auf die Nahrung. Und eine Hütte. Ja, die paar vier Nahrung. Okay. So, wo stehen die? 50 und 47%. Alles klar. Wenn die dann am Ende Veteranen sind, dann können wir die dann mit den beiden auch austauschen, dass die ebenfalls Erfahrung sammeln. Okay. So. Man kann auch mit der Alt-Taste sämtliche Lebensbalken einblenden. Dann würden wir zum Beispiel sehen, wenn sich hier jetzt im Sichtbereich so langsam irgendein Zombie anschleichen würde, könnten wir das beobachten. Wir wollen jetzt so langsam uns vorbereiten, Stein abzubauen. Man sieht den Bereich, wo Stein abgebaut werden kann. Das heißt, wir könnten zwei setzen, die würden aber maximal eben auch nur. Ja, vielleicht geht das hier. Also, wenn man den hier hinsetzt, können wir sieben abbauen und den zweiten vielleicht hier dann nochmal vier. Sieben ist allerdings schon mal ganz gut für den Anfang. Und dann schauen wir doch nochmal und nochmal Nahrung produzieren können. Zweite Sägemühle wäre dann auch nicht schlecht, vielleicht hier oben später. Okay. So, zwei Häuschen noch. Es macht immer Sinn, die in diesen Zweierreihen dann auch hinzusetzen. Manchmal ist es ziemlich verwirrend. Also das sind unsere Menschen, ne? Die haben ja kein Lebensbalken in dem Zusammenhang. Die können auch an sich nicht sterben, sondern werden dann nur zu Zombies. Was heißt nur? Damit sterben sie eigentlich schon, ne? Aber die können halt nicht angegriffen werden auf direktem Wege. Attention. Building completed. Okay. So, was machen wir mit den nächsten 400? Eine zweite Sägemühle wäre nicht schlecht, aber hier kann man bloß 11 daraus gewinnen. Was bringt uns diese? Die bringt uns 16. Kann hier leider nicht gucken, aber hier, das wäre schon ideal hier drüben. Gut, bis wir genügend Stein haben, würde ich sagen, breiten wir uns einfach schon mal hier in die Richtung aus. Und auch hier unten können wir. Ah, da fehlen die Mineral, ja, sonst fehlt das Holz. Okay. Attention. Building completed. Ja, Ranger sind fast lautlos. Das bedeutet, sie ziehen auch kaum neue Zombies an. Wenn ich jetzt meinen Soldaten hier hinstelle mit seiner Maschinenpistole, dann würden die Zombies schon eher in unsere Richtung streifen.
Also Lärm ist hier ein ganz entscheidender Faktor. So, jetzt wollen wir uns hier noch mit ausbreiten. Natürlich verursachen auch unsere anderen Gebäude Lärm. Das müssen wir immer mit im Auge behalten. Es ist auch schlecht sichtbar zu machen, wie viel Lärm man erzeugt. Das Einzige, wo man es direkt sehen kann, ist, wenn eine Einheit stirbt. Deswegen wollen wir jetzt den Ranger auch nicht direkt hier von den Zombies so bearbeitet. Beziehungsweise Schaden zufügen lassen. Okay, so 400 wieder. Das heißt, einmal können wir uns noch ausbreiten. Und dann können wir da zumindest gleich mal ein Sägewerk noch mit hinsetzen. Und dann denke ich, haben wir bald genügend Rohstoffe zusammen, um unsere Forschungseinrichtung zu bauen, um Technologien zu erforschen. So, den Ranger lassen wir jetzt hier auch patrouillieren und wie wir schon sehen, hier stehen ebenfalls Zombies. Das heißt, es macht Sinn, die beiden Rangers quasi hier so ein bisschen patrouillieren zu lassen. Okay, so. Die beiden Tesla-Spulen sind fertig. Wir haben hier 15. Ja, das passt ganz gut. Und dann setzen wir doch... ich jetzt hier zweiten Stein noch mit hinsetze. Ja, wir gehen noch einmal auf, eher auf die Nahrung. So, hier können wir 14 machen. Hier hätten wir 18. Allerdings ist es ziemlich nah hier an diesem Bereich dran. Das heißt, er könnte auch durch seinen Lärm dieses verderbte Gebäude triggern und dann die Zombies rausströmen lassen. Wenn ich jetzt hier hinsetze. So, angenommen wir setzen das hier hin, dann könnten wir nur noch hier hinsetzen. Und das wäre nicht mehr möglich. Hier hinsetzen. Ist das hier hinten noch möglich? Und das... Ja, das wäre auch noch möglich. Also gehen wir mal von der Riege aus. Wir fangen an, das hier hinzusetzen und bauen von der anderen Seite. Okay. So, jetzt müssen wir natürlich auch aufpassen. Die Schreinerei kostet auch 10 Energie. Das heißt, so langsam müssten wir uns auf die Energie auch konzentrieren. Wir haben nur noch 20. Bedeutet, wir müssen bald mal eine Mühle bauen. So, wo sind die 92%? 88%, okay. So. Wollen wir die Kaserne direkt als erstes bauen, könnten wir schon Einheiten rekrutieren. Ich möchte die Forschung gehen. Dazu brauchen wir noch etwas Gold. Das heißt, wir setzen doch hier schon mal eine unserer Mühlen hin, dass wir auch Energie produzieren und sehen zu, dass wir noch ein paar Häuser bauen können. Ja, wo können wir es am sinnvollsten hinbauen? Hier mit auf die nächste Reihe. Also wenn wir
Ich mach die Mühle nochmal weg, dass wir das von dem Steinbruch sehen könnten. Wir könnten einen Steinbruch hierhin bauen, um nochmal 4 Steine abzubauen. Aber brauchen wir den Stein jetzt schon? Eigentlich noch nicht. Das heißt, wir können jetzt auch erstmal... hier noch eine Reihe an Häusern hinsetzen. Um noch etwas mehr Geld zu generieren. Attention. Building completed. Ah, man sieht, hier kommen jetzt auch langsam Zombies an. Und da wir hier unsere Häuser platziert haben, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn, sobald die dann Veteranen sind, dass wir die hier auch lassen. Okay, wir haben jetzt genügend Materialien, um unsere Schreinerei zu bauen. Wichtig ist, wir sollten die Schreinerei am besten an einem Platz bauen, der nicht so viel von der Grünfläche wegnimmt. Einfach aufgrund dessen, dass die Grünfläche dann später für bessere Nahrungsproduktion natürlich auch Nutzen bringen soll. Das heißt, hier oben wäre, denke ich, ein ganz guter Platz. Und wir können, hier hätten wir 12 und dann können wir trotzdem hier die 15 hinsetzen. Ja, das funktioniert dann. Okay. Nicht vergessen, jetzt die Mühle, ne? Die habe ich vorhin wieder entfernt. Die müssen wir auf jeden Fall jetzt setzen, weil ohne Strom kannst du fast gar nichts bauen. Okay, die beiden bekommen jetzt auch langsam Erfahrung. Also die ersten 2% jeweils. Macht aber nichts. Erfahrung kriegt immer der, der den Todesstoß versetzt. Und wir haben jetzt unseren ersten Veteranenjäger und man sieht schon am Unterschied. Unser normaler Jäger hat Angriffsreichweite 6, Veteran 6,5, die Stärke 10 zu 12, aber was das Wichtigste ist, die Angriffsgeschwindigkeit. Hier ein Angriff pro Sekunde und hier 2 und damit ist sein Schaden halt nicht nur um 20% durch mehr Angriff gesteigert, sondern dann wird dieser Angriff, diese 12 Schaden auch nochmal verdoppelt. Also im Endeffekt macht er 140% mehr Schaden als ein normaler Ranger. Und den Unterschied merkt man definitiv. Okay. Ich würde jetzt erstmal definitiv unsere Mühle bauen, dass wir genügend Strom haben. Und was wir auch machen sollten, vielleicht als Absicherung einfach mal ein bisschen ein Holzzaun anbringen. Sollten die Zombies dann doch sich entscheiden, von dem Doomtown mal runterzukommen, haben wir noch ein bisschen Zeit, um sie aufzuhalten. Attention. Building completed. So, Holz bekommen wir jetzt ganz gut. Das heißt, wir können jetzt schon mal... die Zombies werden, wenn sie kommen, so runterkommen. Also hier unten, denke ich, brauchen wir erstmal nichts hinstellen. An Barrikaden. Und bis unsere Mühle fertig ist, wollen wir doch gern... noch ein paar Häuschen bauen. Können wir hier was hinsetzen? Ne, also können wir auch ein Häuschen hinsetzen. Okay. So, unsere Schreinerei braucht noch etwas. Die wollen wir heute auf jeden Fall noch fertigstellen, sodass wir sehen, was darin erforscht werden kann. Sie ist jetzt bei 97%. Das heißt... noch 2 Zombies müssten das sein, dann dürfte sie auch zum Veteran werden. Und die beiden haben bisher noch nichts groß killen dürfen.
Attention. Building completed. Okay. So, jetzt haben wir keinen Strom mehr. Das heißt, wir können bis auf Tesla-Spulen oder weitere Windkrafträder nichts bauen. Das hier hinten könnte dann noch wichtig werden, um Nahrung zu generieren. Würde allerdings erstmal mich hier noch weiter ausbreiten. So, wie können wir das flächenmäßig am sinnvollsten? So und so, denke ich. Gut, dann haben wir eigentlich unser Gebiet schon mal ganz gut abgesteckt. Wir könnten hier noch eine Tesla-Spule dann hinbauen. Und da kam schon der erste mit an, den unser Soldat hier getötet hat. Hier unten kommen jetzt auch welche. Das heißt, er bekommt auch Erfahrung. Allerdings wird dann auch mehr Lärm produziert. Okay, hier unten noch eine Tesla-Spule. Und dann dürften wir uns erstmal genügend ausgebreitet haben. Wir können hier noch, gehen wir ein bisschen weiter runter, dass wir nicht so viel Lärm verursachen. Okay. Jetzt werden wir doch aus Sicherheitsgründen einfach hier noch zu. Weil dann können wir ohne Probleme hier noch eine Fischerhütte hinsetzen. Hier eine hinsetzen. Ja, der Lärmfaktor ist wirklich nicht zu unterschätzen. So, sie ist jetzt auch Veteran. Das heißt, hier sollte jetzt erstmal alles sicher sein. So, wir werden jetzt mal eins machen, die ein bisschen nach unten schicken, dass sie vielleicht, ne, sie sollen jetzt nicht auf Jagd gehen, aber dass sie vielleicht auch ein bisschen mehr Erfahrung generieren. Okay. Auf der Minimap sieht man auch sehr schön, wie die Punkte so aufleuchten. Und wir werden jetzt mit der nächsten Finanzspritze uns dort gleich mal der Schreinerei widmen. Ihr seht, wie viele Symbole da erleuchtet sind, beziehungsweise ausgegraut sind. Die ausgegraut sind, dafür haben wir nicht die notwendigen Ressourcen, die zu kaufen. Und wir können jetzt zumindest mal zwischen den ersten sechs hier oben wählen. Es kostet immer Gold, beziehungsweise dann später bei stärkeren Sachen auch andere Materialien. So, wir haben hier die Möglichkeit, eine Hütte zu erforschen. Das bedeutet, wir könnten dann unsere Zelte aufwerten. Was heißt, da kommen mehr Kolonisten raus, was heißt mehr Geldeinnahmen und wir haben auch mehr Arbeiter, die dann in anderen Gebäuden tätig sein können. Wir können die Farm errichten. Die Farm benötigt diese Grünflächen hier, das Getreide, um Getreide anzubauen. Und mit dem Getreide können wir wesentlich mehr Nahrung erzeugen, als nur mit diesen Jagdhütten bzw. Fischerhütten. Dann gibt es einen Marktplatz. Den Marktplatz platziert man am besten in der Nähe von den Zelten, später dann Hütten oder Häusern. Und der verringert in seinem Umkreisbereich die benötigte Nahrung, die unsere Bevölkerung braucht. Und gleichzeitig werden Materialien, die über unser Lagersystem gehen, automatisch verkauft und in Gold umgewandelt. Dann haben wir noch den Steinmetz. Der Steinmetz ist quasi die Erweiterung der Schreinerei. Das Gebäude wird dann nicht erweitert, wir müssen den zusätzlich platzieren. Und der bringt dann eben fortschrittlichere Technologien, vor allen Dingen Technologien, die dann viel Stein benötigen. Dann können wir einen Wachturm erforschen. Ein Wachturm ist ein Spähgebäude, was eben uns einen gewissen Radius aufdeckt auf der Karte. Und Stachel, ne, das sind Pfahlfallen,
Die können wir platzieren, wenn Zombies darüber laufen, bekommen sie Schaden. Allerdings bekommt auch die Pfahlfalle Schaden und wird dann zerstört, wenn die Lebenspunkte auf Null sind. Sie verlangsamt die Gegner allerdings auch. Und später gibt es dann noch eine große Balliste. Das ist im Endeffekt so wie dieser Feuerturm, den wir hier gesehen hatten. Das ist dann die Erweiterung von der Balliste, den wir zerstört hatten am Anfang. Die schießt halt automatisch auf Gegner im Umkreis und verursacht wenig Geräusche, weil sie eben mit einer großen Harpune schießt. Dann haben wir hier einen Scharfschützen. Scharfschütze ist eine weitere Einheit neben unserem Soldaten und unseren Jägern. Die Einheit läuft sehr langsam, allerdings hat sie eine extreme Angriffsstärke und kann halt diverse Zombies einfach one-shotten. Und dann kommen wir hier unten noch zu Wundern. Da gibt es einmal das Gasthaus, da kriegen wir mehr Gold von unseren Kolonisten, wenn ein Gasthaus platziert ist. Dann gibt es noch den stillen Beobachter in der Schreinerei zu erforschen. Der würde die gesamte Karte dauerhaft aufdecken. Das heißt, wir sehen dann, was auf der Karte platziert ist. Aber ihr seht schon, wie viel der kostet, ne? 7000 Gold, 100 Holz, 100 Stein und 150 Eisen. Also das ist nichts für einen Anfang. Und dann gibt es noch den Kristallpalast. Das ist quasi eine übergroße Farm, die generiert 800 Nahrung und gibt uns nochmal Kolonisten dazu. Ist allerdings auch extrem teuer. 800 Nahrung klingt jetzt sehr viel. In späteren Gefilden ist das quasi dann ein Häuserblock, den man setzt. Okay. Für den Anfang, da wir wissen, wir haben schon ein bisschen Nahrungsprobleme, werden wir die Farm erforschen. In den meisten Fällen erforscht man eigentlich immer als erstes die Farm und dann den Marktplatz und geht dann entweder schon Richtung Steinmetz bzw. Scharfschütze. Bei Platzmangel ist auch die Hütte nicht verkehrt. Goldeffizient ist es allerdings immer, wenn man so viel Zelte wie möglich erstmal baut. Okay. Und Zelte wie möglich bauen ist auch unser Stichwort, weil wir wollen ja Einnahmen generieren. Wie machen wir das jetzt hier am sinnvollsten? Wir könnten auch hier oben schon was wieder aufbauen. Das ist die Frage, wo wir uns jetzt am besten ausbreiten. So, hier können wir nichts setzen, wegen kein freier Zugang, obwohl die ja hier unten rechts eigentlich rauslaufen könnten, aber wollen die Leute nicht. Das heißt, wir können nur hier fortsetzen nochmal. Gebäude bauen oder Zelte bauen. So, der Marktplatz später wird diese drei Felder hier einnehmen. Das heißt, die sollten wir am besten freilassen. Okay. Dann haben wir jetzt Tag 5 erreicht. Bis Tag 13 sollten wir schon einiges an Soldaten produziert haben. Das heißt, wir werden die Folge jetzt hier beenden und im nächsten Part werden wir uns damit beschäftigen, wie wir die Kaserne setzen, wie wir Einheiten ausbilden, welche Einheiten sinnvoll sein können und werden weiter voranschreiten und unsere Siedlung ausbauen. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal mit dabei. Tschüss!